Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute beginnen wir endlich mit den Nagellacken. Bevor ich damit starte, da ist jetzt alles bei. Da sind Basecoats dabei, da sind Topcoats dabei, da sind Farblacke dabei. Also ich bewahre die alle gemischt auf, möchte die aber nach diesem Video ordentlich sortieren. Jedenfalls ein bisschen. Egal, legen wir los. Fangen wir einmal an mit dem P2 Sandstyle. Das ist die 130 Joyful. Der bekommt hinterher so ein Sandfinish. Gibt es leider nicht mehr. Also der ist nicht ganz so neon, wie er jetzt hier rüberkommt. Der ist auf jeden Fall ein bisschen gedeckter. Und diese ganzen Schimmerpartikel werden quasi zu dieser Sandoberfläche. Kiko. Das ist einmal die 532, absolut geile Farbe. So ein richtig dunkles Grün mit jede Menge Goldpartikeln drin. Kiko war eine Zeit lang eine Favoritenmarke auf jeden Fall von mir. Also angefangen hat das mit P2, ganz viel P2. Dann fand ich die Essenslacke eine Zeit lang richtig gut. Dann bin ich zu Kiko gewandert, habe mir da relativ viel Lacke auf jeden Fall geholt. Und irgendwann bin ich bei Essie kleben geblieben. Werdet ihr aber alles sehen. Von P2 aus der Volume Gloss Reihe, die 031 Minty Mademoiselle, war ja damals das Dupe zum Mint Candy Apple. Ich bin immer noch ein großer Fan von diesen Volume Gloss Lacken. Von Catrice aus der Icon Nails Reihe, das ist die 50 Never Change a Pearly Polish. Der ist sehr, sehr schier. Eigentlich sieht man nur so ein glänzendes rosa Finish auf dem Nagel. Von Maybelline, ein Color Show. Das ist der matte Topcoat. Ich bin nicht so der Matt-Fan. Ich mag das echt nur sehr selten. Aber bei manchen Lacken finde ich das sehr hübsch. P2, ein Pearl Crackling. Erinnert ihr euch noch daran, als P2 diese ersten drei, den weißen, schwarzen und silbernen Crackling-Lack rausgebracht hat? Ich habe mir danach alle geholt, die es hiervon gab. Das ist die 010 Violet Fusion. Bei manchen Lacken kann ich euch vielleicht nicht mehr unbedingt den Namen sagen. Da muss ich mal auf meinem PC gucken, beziehungsweise auf dem Blog. Ich blende euch aber wieder wie gewohnt alles ein. Von Essence, ein Peel-Off Base Coat. Der ist ja aus meinem letzten Cosmetic for Less Haul. Den werden wir bestimmt auch nochmal sehen. Ich kann schon mal vorab spoilern, ich finde ihn gut. Von Sally Hansen, das ist ein kleiner, der wirkt relativ schwarz. Das ist aber ein ganz, ganz dunkles Lila, was die Kamera nicht so ganz rüberbringt. Das ist die 660 Pat on the Black. Ist aber trotz Namen nicht schwarz. Von Art Deco. Das ist so ein richtig geiler, changierender, ja, blau, grün, pink, je nachdem. Das ist die 245 und hat keinen eigenen Namen. Ich finde übrigens Namen bei Nagellacken besser als Nummern. Von Catrice aus der Spectra Light Reihe. Mal hier sehen wir den ganz gut. Das ist so ein Lila mit sehr viel blau-rötlichem Schimmer, je nachdem wie das Licht drauf fällt. Das ist die 03 Irregular Galaxies. P2, ein Volume Gloss. Das ist die 010 Little Princess. Absolut schöne Farbe. War ja mal als Dupe zum Essie Fitchy gehandelt. Von Essie. Das ist einmal Ladylike. Ich meine, der ist im Standardsortiment. Das ist für mich so die Leberwurstfarbe. Von Jollyfin. Ein Stamping Lack. Das ist Hologram Blue. Ich weiß nicht, wie gut der Holo-Effekt jetzt sichtbar ist. Mega schön. Also irgendwann hatte ich mir so ein großes Set geholt. Da waren ganz viele Cozy Nails Stamping Lacke drin. Ich glaube 20 oder 25 verschiedene Farben. Davon habe ich nicht mehr alle. Ein paar sind über die Zeit
eingetrocknet oder ich habe die tatsächlich aufgebraucht. Dann bin ich irgendwann zu Essence gewandert, als die Stamping angefangen haben, habe mir davon Lack geholt. Dann irgendwann Jollyfin, ganz hoch im Kurs, und irgendwann ist mir aufgefallen, hey, diese ganz normalen Essie-Creme-Lacke oder diese Volume Gloss eignen sich genauso gut für Stamping. Von Essence aus der Shine Last and Go Gel Nail Polish Reihe. Das ist die 500, nee, gar nicht, die 50, I am what I am. Absolut geiles, für mich Camouflage-Grün. Also das verbinde ich echt mit diesem Army-Anzug irgendwo. Von Astor, ein Fashionstudio. Der kommt hier bläulicher raus, als er eigentlich ist. Das ist schon ein sattes Tannengrün eher. Das ist die 309 Matilde Coca. Dann einmal von Essence aus der This Is Me-Reihe, die 17 Beautiful. Ein sehr warmes, rötliches Braun. Das war ja die Reihe, die zusammen mit den Lippenstiften gematcht sind oder waren. Ich glaube, die sind schon wieder aus dem Sortiment raus. I Heart Makeup, ein Nail Geek in 15 Crazy. Das ist so ein richtiges Barbie Bubblegum Pink. Von Paris Création. Der ist uralt. Das ist die Nummer 33. Ich weiß nicht, wo es diese Marke gibt. Gab, ob es die noch gibt. Ich kann euch nur sagen, der ist locker 10 Jahre alt. Und der ist noch gut. Also, was auch immer da drin ist, es geht. Von Essie, ein kleiner Topcoat. Das ist Galentine. Super süß, super schön. Ach jo. Von Maybelline, ein Color Show aus der All Access LE. Das ist die 514 C&B Scene. Das ist so ein Schwarz mit ganz viel goldenem Glitzer drin. Wer kennt die denn noch? Essence Color and Go. Das war so die Reihe, die nach den Multidimension und so kam. Ich blende euch den Namen ein, wenn ich den auf dem Blog nachgeschaut habe, weil hier waren die Namen immer auf diesen Barcodes drauf. Und die habe ich eine Zeit lang immer abgeknibbelt. Also der ist auch noch top. Da ist nichts mit dran. So ein Meerjungfrauen, lila, blau, grün, je nachdem. Ich liebe den bis heute. Von Essie. Das ist Sunny Days. Das ist so ein ja, bräunliches Gold mit ganz viel Goldglitzer drin. Sehr, sehr cute. Von Essie, Lots of Lux. Das war, meine ich, der auch so einen Sandeffekt auf den Nägeln hinterlässt. Absolut geile Farbe. Total schön, das ist blau mit, ich hoffe, man sieht das, mit goldenem Glitzer und blauem Glitzer. Ich hoffe, man sieht's. Von Kiko, ein normaler Nail-Lacker, die 332, absolut schönes Lila, sehr deckend, ich mag den nach wie vor. Von Essie, Kimono Over, ein sehr, sehr dunkles Lila. Ich hoffe, man sieht es ja hier so ein bisschen, dass es nicht schwarz ist. Ja, ein Träumchen. Auch schon uralt. Essence, ein Effect Nail Polish. Das ist die 101 Jules in the Pool. Der ist, sieht man das? Da oben sieht man es. Der ist noch ziemlich voll. Vielleicht liegt es auch daran, dass der so ultra lange hält, weil der halt noch sehr voll ist. Also je leerer die Lacke sind, desto eher trocknen die euch auch ein. Rival de Lupiang Holo Nails. Sehr, sehr schönes Lila, was auch wirklich einen Holo-Effekt hat. Das ist die 03 Cute Candy. Man sieht so ganz, ganz leicht. Ich hoffe auch in der Kamera. Das ist ja immer so eine Sache. Von Essie. Das ist Young, Wild and Me. Absolut schöne Farbe. Es ist wirklich ein ziemlich gedecktes Rosa schon, also
Nicht unbedingt in die altrosa Richtung, ein bisschen heller. Von Essence, das war aus so einem Dreier-Set. Ich muss mal gucken, das ist die 02 A Season to Sparkle. Ich meine, das ist eher ein Topcoat. Ich weiß nicht, ob der aus einem Set war oder aus dem Adventskalender. Den werden wir nicht so oft sehen. Ich dachte, das ist ein Good to Go. Das ist von Essie ein Strong Start. Müsste ein Nagelhärter sein. Von Sally Hansen. Ein sehr schönes Beige. Das ist 215 Sure Enough. Von Twented Up ein Number One Nagellack. Das ist die Nummer 240. Absolut schön. Seht ihr das? Ach ja, ihr wisst ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Nagellack- und Lidschattenpaletten. Der trennt sich relativ schnell, leider. Das ist Ruffles and Feathers. So sieht der aus. Ich zeige euch den mal aufgedreht. Also das ist die Farbe. Das ist ein, seht ihr schon am Pinsel, ein US-Essie. Die haben nämlich ihren Namen hier unten drauf. Bei den Essies, die wir erkennen, ist hier oben ja kein Logo, ne, sondern der Name bei den EU-Lacken. Das ist allerdings ein US-Lack und darum sieht er ein bisschen anders aus. Von L'Oreal, der Confettis Top Coat, der war ja absolut gehypt, als der rauskam. Ich habe den super gern in Kombi mit dem hier getragen. Mega cool. Einfach absolut geil. Von Essence. Einmal ein Evershine Topcoat. Ja, ein Topcoat. Wie gesagt, Topcoats, Basecoats, alles Mögliche ist hier mit drin. Das ist Tea and Crumpets. Das ist auch so ein Nude mit sehr viel Schimmer. So ein bisschen silbriger, nudefarbener Schimmer auf jeden Fall drin. Sehr, sehr hübsch. Von Rival de Loop ein Chrome Metal. Das ist die 04. Ich finde solche Lacke so besonders. Ich finde es immer sehr schade, dass die nicht decken. Ich trage darunter immer einen normalen Cremelack in etwa derselben Farbe auf oder ein Schwarz oder ein Weiß. Also so Dinger kommen mit Schwarz und Weiß als Untergrund super raus. Von Uslo Airlines, was aussieht wie ein Lip and Cheek Tint. Hier steht absolut gar nichts drauf. Aber es riecht nach Nagellack. Und darum gehe ich davon aus, es ist ein Nagellack. Also hier steht wirklich absolut gar nichts. Der ist auch wie so Marmelade. Also würde ich nicht vorher dran riechen, hätte ich mir den echt ins Gesicht geschmiert. Von Astor aus der Pro-Manicure-Reihe. Durch East ein Basecoat. Ziemlich gelblich eingefärbt. Aber ist ganz okay. Von Essence aus der Wave Goddess LE. Das ist die 04 Crush on Blue. Hier gab es auch diese Gummiringe dran, wo dann einfach auch Wave Goddess draufsteht. Der ist ganz schön, also ihr könnt den auch ohne diesen Ring, sag ich mal, abmachen. Auch schon, wer die LE kennt, etwas älter. Twented Up, ein Holo Nail Polish, der für mich nicht Holo ist. Das ist für mich wieder so ein Schimmerzeugs. Das ist die 060. Also Holo ist hier nicht. Der geht mehr in diese Oilslick-Geschichte rein. Da finde ich den Namen sehr irrtümlich gewählt. Von Essie, Empower Mint. Auch sehr, sehr schön. Der ist ein bisschen grünlicher als der Mint Candy Apple. Also der geht mehr ins Grünliche. Der Mint Candy Apple hat ein bisschen mehr Blauanteil. Von Catrice, ein Icon Nails. Das ist die 29 Donut, Donut, Worry, Be Happy. Sehr, sehr schön.
Ach, bei denen übrigens müsst ihr die Kappe abnehmen, bevor ihr den halt benutzt. Ansonsten kann es sein, auch wenn ihr den schüttelt, haltet ihr nicht an der Kappe. Meine Mama hat das mal gemacht, dann ist natürlich der Nagellack hier rausgeflogen und dann hatte sie eine Platzwunde an der Augenbraue. Also immer gucken, ob ihr so Deckel nicht abmachen könnt. Von Essence aus der Superheroes LE. Das ist ein Holo. Ich glaube, das ist der erste Holo, den ich hatte. Das ist die 04 Superman. Man erkennt es gar nicht so schön, glaube ich. Nee, der wirkt hier relativ einheitlich. Doch, da sieht man es ein bisschen, diese Regenbogen-Holos. Katerchen jagt was. Von Rival de Loup Young, ein Quomatic, das ist die 02 Silver. Mache ich euch mal auf, weil die Flasche halt so bedeckt ist. Ebenfalls aufmachen mache ich von Models Own. Ich habe mir so ein ganzes Quom-Set davon geholt. Das ist Quom Turquoise. Sieht so aus. Die besagten Stamping-Lacke. Das ist der Weinrote davon von Cozy Nails. Ich weiß nicht, ob man die auch einzeln lackieren könnte. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Aber die sind echt sehr gut deckend bei Stampings. Von Essence aus der Paradise LE. Ich weiß es nicht. Das ist die 03 Blue Lagoon. Der ist ganz schön. Ich glaube, ich habe den erst einmal in meinem Leben lackiert. Von Annie, das ist Christmas Eve. Hat einen richtig schönen metallischen Schimmer auf jeden Fall. Ich meine, den habe ich mal zusammen mit so einem Lebkuchen-Hängeding für einen Weihnachtsbaum gekauft. Von Jollyfin, ein Stamping Lack Flip Flop Sunset Copper. Der ist je nachdem, seht ihr das? So gelb oder pink. Mega cool. Absolut cool. Ich bin ja ein Fan von sowas. At Sea Level von Essie. Das ist ein sehr, sehr helles, mintiges Eisblau. Absolut schön. Na, ich sag das wieder 5000 Mal. Das war einer der ersten P2 Crackling Lacke. Das ist die 040 White Revolution. Irgendwelche Nagellackflecken von anderen Sachen drauf. Das sind halt die, die dann, wie hier bei dem Wort Crackling, so aufbrechen. Ich war da der größte Fan von. Von Essence aus der Shine Last and Go Reihe. Das ist die 58 Endless Summer. Aus der Snow Jam LE von Essence. Das ist 01 Goofy Blue. Der ist echt besonders. Das ist so ein Blau mit ein bisschen, ja, ein bisschen Glitzer auf jeden Fall drin. Der kommt gar nicht mal so krass hinterher raus. Von P2 ein All Light UV Nail Polish. Das ist die 070 Lucky Lavender. Man braucht dafür aber keine UV-Lampe. Also mich hatte das damals sehr irritiert, als ich mir den zugelegt habe, weil ich dachte, ich brauche so eine Lampe. Brauchte ich aber gar nicht. Also es ist ein ganz normaler Nagellack. Essence Nail Art Stampy Nail Polish in Schwarz. Heißt 002 Stamp Me Black. Also Schwarz und Weiß brauchte ich immer beim Stampen. Darum ist der auch schon so abgenudelt von Cozy Nails. Das ist halt das Schwarz. Der ist, wenn es hochkommt, nur noch halb voll. Und immer noch absolut top. Der ist bestimmt schon 7-8 Jahre alt. Also ich pflege meine Lacke auch, ne? Wenn die eingedickt sind und ich die benutzen möchte, mache ich halt Nail Polish Thinner rein. Kein Nagellackentferner, das zerstört die Struktur vom Lack hinterher, auch wenn er trocknet. Und ich schüttel die jedes halbe Jahr. Ich habe mir auch extra so Nagellackkugeln gekauft für manche Lacke. Gerade für Glitzerlack oder so ist das ganz gut, damit die Komponenten sich wieder vermischen. Kann man auf Amazon bestellen. P2 Color Victim. Das ist diese ultra geile Farbe. 860 Ready to Rock. War ja
das Drogeriedupe zu dem. Ich habe den Namen vergessen, den habe ich aber auch. Von Chanel. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Hier. Der Peridot. Den habe ich später mal von meiner Mama bekommen. Ich habe die Kappe irgendwann verloren. Weil meine Mama das Finish gar nicht mag. Ich finde den absolut geil. Also wenn man die mal so nebeneinander hält. Es ist auf jeden Fall zu erkennen. Wir können gerne mal in einem Dupe-Video beide vergleichen. Von P2 ein Volume Gloss. Das ist Diva Expressiva. Absolut schön. Ein sehr, sehr dunkles Lila. Kommt er auch als... Ja, hier kommt er so ein bisschen als Lila durch. Ich fand den sauschön. Wenn ich keine Lust auf Schwarz hatte, aber dunkle Nägel haben wollte, war es der. Von Models Own, wieder aus dieser Chrome-Reihe. Das ist Wet. Warum hier einen pinken Lack auch immer Wet nennen. Sieht so aus. Also kommt dem Fläschchen schon sehr nah von der Farbe. Noch ein Topcoat von L'Oreal. Der ist auch absolut schön. Das sind so, seht ihr das? So kleine Fizzle-Striche. Das ist Grace Street. Kennt ihr noch diesen Feather Topcoat von Essence? So in etwa ist der hier auch, nur halt in blau-weiß. Also mehr blau als weiß auf jeden Fall. Von Essence ein The Gale Nail Polish. Hallo, fokussiere. Der ist auch schön. Der hat auch so einen Schimmer. Seht ihr das? Das ist die 08 Whatever. Von Catrice. Ich muss ja sagen, ich mag diese Verpackung gar nicht. Ich finde das ultra schwer, diesen Deckel auf und ab zu bekommen, weil der halt nachgibt, weil es dieses sehr, sehr dünne Blech ist. Ist auf jeden Fall aus der Travelite Story, die C04 Salty Shimmer Sunset. Ist ein bisschen schwer zu lesen, weil es halt so auf Silber auf weiß glitzerigem Grund ist. Dann haben wir einmal High Class Affair. Auch absolut schön. Das ist so ein Nude mit einem leichten orangenen Touch. Auch absolut geil. Essence Out of Space Stories. Ich habe mir ein Faible für solche Oil Slick changierenden Geschichten. Das ist die 08 Guardians of the Unicorn. Von Maybelline ein Superstay. Das ist auch so ein ziemlich gedecktes, rötliches Nude. Das geht schon mehr in die Richtung Altrosa. Das ist die 898 Poet. Von Essie, das ist Oh Behave. Das ist so ein Lachston mit goldenem Schimmer. Vielleicht sieht man es hier ein wenig besser. Das ist Vanity Fair von Essie. Den habe ich auch schon benutzt. Also ungefähr ein Viertel ist raus. Der ist leider sehr schier. Ich bin nicht so der Fan von so schieren Nagellacken. Das ist Beach Bum Blue. Das ist so ein richtig metallisches, ja, aquatisches Blau auf jeden Fall. Von Essence aus der Made to Sparkle LE. Ist ja auch super schön. Ja, hier ist leider so eine Kante abgebrochen. Das war aber schon, als er zu mir kam. Das ist die 01 Glam Like Bam. Ne, hier war das nicht mit dem Deckel abziehen. Lieber nur mal zur Sicherheit. Dann haben wir einmal Mademoiselle. Nein, ich erzähl Quatsch. Das ist einmal Marshmallow von Essie. Das ist ja dieses sehr schiere Weiß. Hier hat man auch gerade die Kugel gesehen. Also ihr seht, der ist wirklich nicht deckend, wenn man selbst diese Nagellackkugel durchschimmern sieht. Von Barry M. ein Glitter Paint. Ach ja, ihr werdet so viel bläulich-lila Glitzergeschichten bei mir sehen. Das ist die 916 Fashion Icon. Von Essence aus The Gale
Nail Polish Reihe, die 42 Frozen Kiss. Ist auch nicht so die deckendste Geschichte. Ich meine, ich habe den eher als Topcoat über einem Weiß benutzt. Und den habe ich auch zu Tode geliebt. Das ist Maybelline Ein Forever Strong. Das ist die Farbe Beige Sparkles. Ich finde den so besonders. Das ist so ein sehr, sehr gräuliches Lila, was aber trotzdem goldene und silberne ganz, ganz feine Glitzerpartikel hat. Aus der Essence Hip Girls Wear Blue Jeans LE. Das ist auch wieder so ein richtig knalliges Pink. Das ist die 03 Show Me What You Got. Von Kiko. Das ist ein sehr, sehr dunkles, rötliches Schwarz. Das ist die 227. Der wirkt hier sehr schwarz. Ich weiß nicht, ob man diesen leichten Roteinschlag sehen kann. Das ist bei dunklen Lacken ja immer so eine Sache. Guck mal, ob es beim Aufdrehen sichtbar ist. Der ist nicht schwarz. Ich kann euch das nicht zeigen. Der wirkt hier so oder so schwarz. Von P2 ein Pearl Crackling. Das ist 020 Blue Thunder. Auch total geil über einem weißen Lack. Über schwarz natürlich auch. Von Flomar ein Supershine Miracle. Das ist die U05. Ich finde die ein bisschen unhandlich, weil die so einen mega langen Stiel haben. An sich sind die aber sehr, sehr schön. Der hat auch so einen goldenen Schimmer. Der hat pinken Schimmer, der hat goldenen Schimmer. Ein Stamping Lack von Cozy Nails. Das ist Silber. Der hat sich schon ordentlich geteilt. Allerdings geht man dann da mit dem Stäbchen rein oder ne? Der funktioniert aber immer noch. Von Sally Hansen ein kleiner Mini-Nagellack, die 570 White Set Red. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Rotton. Ein Nail Art Versiegler von Cozy Nails. Der ist sehr, sehr flüssig in der Konsistenz. Aber das ist wirklich sehr gut, wenn ihr so leicht erhabene Sachen mit auf eure Nägel macht, wie zum Beispiel so kleine Glitzersternchen, also die ein bisschen dicker sind als diese ganzen Sticker-Geschichten. Von Corris. Ein sehr helles Nude, das ist die Farbe Peony Pink. Ja, ist für mich eher cremefarben mit einem ganz, ganz leichten rosa Touch. Von Essie Resort Fling. Das ist ja auch ein sehr, sehr schönes koralliges Orange. Oder ein Orange mit Pink-Einschlag, je nachdem wie rum. Hier kann man auch wieder die Kugel sehen. Oder auch, da ist sie. Da. Obwohl man die sehen kann, ist der doch sehr deckend. Also ihr hört das auch. Weil ich glaube, neben Essie ist eigentlich eine Kugel drin. Ein Essence Gel Nail Polish. Das ist die 37 Serendipity. Das ist ein sehr, sehr gräuliches Lila. Ich finde den so besonders. Von Art Deco. Ein Art Couture. Couture? Oh, ich schon wieder vorbei hier mit sprechen. Ist auf jeden Fall die 013. Die haben das übrigens auch, dass man den Deckel abmachen kann. Von P2 aus der All You Need Is Love LE oder Love Enjoy, die 030 Celebrating Red. Das ist auch wieder so ein metallischer Rotton. Von Edding. Die haben ja auch Nagellack irgendwann rausgebracht. Das ist Cool Party. Ich muss sagen, ich finde den Deckel ein bisschen sehr klobig. Ich meine, klar, die sollen natürlich an die Edding Geschichten ran. Ich finde ihn aber ein bisschen, wenn der Lack ein bisschen fest ist, sag ich mal hier oben, es tut schon ein bisschen weh, den aufzudrehen. Weiter geht's mit Maybelline, ein Color Show. Ein sehr mintiges Weiß aus der Fairy Spell AE, das ist Enchanted Sky.
Ebenfalls Kolosschau Street Artist. Das ist ein Topcoat. Das ist Boombox Black. Also der hat so pastellgelbe und schwarze Hexagons drin, aber auch so Flitterfäden. Von Makeup Revolution, der Sizzle Neon Nail Polish, den hatte ich ja in meinen letzten Videos ständig auf den Fingernägeln. Der hat 1,5 Wochen gehalten, ohne irgendwie oben abzusplittern. Erst nach 1,5 Wochen hatte ich so ein bisschen am Daumen weg. Und der ist sehr zickig beim Ablackieren, das kann ich schon mal sagen. Kiko hat auch Crackling-Lacke rausgebracht. Die Rock Tops, das ist 601. Das ist ein Orange. Sieht auch absolut geil über einem gelben Lack aus. Von Cozy Nails, der Base Coat. Der ist auch so super flüssig. Von Essence aus der Happy Girls Are Pretty LE. Ein sehr, sehr schönes helles Rosa. Das ist die 04 Just Happy. Ach ja, aus der Vampire's Love LE von Essence. Ein Schwarz mit dem ganzen Goldglitzer. Hier war auch mal so ein Barcode mit dem Namen drauf. Das ist aber Gold Old Buffet, das weiß ich noch. Von Annie, der 6 in 1. Den kann man als Base und Topcoat nehmen. Catrice. Ein sehr, sehr helles, bräunliches Gold, das ist aus der Neon Naturals Reihe, die 1003 Makes Me Smile, aus der LE. Essence, ein Effekt Nail Polish, 11 Party Crasher. Also da braucht ihr auch mehrere Schichten, ich würde euch da tatsächlich eher zu einem Schwämmchen im Auftrag raten. Von Essence, der Glow in the Dark Top Coat. Ich wollte den eine Zeit lang unbedingt haben. Das ist dieser gelbliche, leicht matt wirkende Lack. Hier unten sieht man es ganz gut. Ich habe den bis jetzt noch nicht ausprobiert. Frag mich nicht wieso, aber ich muss den unbedingt haben. Aus der Home Sweet Home LE. Der Orangene, das ist 01 Caramel Cheesecake. Es ist so ein rötliches Aprikot-Orange. Also schwer zu beschreiben. P2, ein Color Victim, das ist die, oh das ist schon sehr ab, 200 Rebel. Das ist so ein lilanes, metallisches Blau. Also der hat auf jeden Fall Lila mit drin. Von Lancaster sieht jetzt hier mehr Neon aus, als es ist. Wundert euch nicht über diese Striche. Ich habe irgendwann, da hatte ich nicht viele Lacke. Das ist auf jeden Fall die 08. Caprice Creme, keine Ahnung. Ich habe die irgendwann mal alle mit Füllstand markiert, vor 5 Millionen Jahren. Catrice aus der Million Styles LE. Das ist 1002 Million Dollar Baby. Das sind so goldene und silberne Flakes. Essence, ein Latex-Matt-Lack, das ist The Black Cat. Der hat sich sehr abgesetzt. Das ist Metallic-Kupfer von Cozy Nails. Da muss man dann aber mit dem Stäbchen durchgehen und dann funktioniert der wieder einwandfrei. Also da ist absolut nichts dran. Der ist immer noch flüssig, der ist immer noch schön. Der hat sich halt an den Wänden so ein bisschen abgesetzt. Von Catrice, ein Icon Nails. Ist auch wieder so eine besondere Farbe. Ich habe da echt ein Faible für. Der je nachdem lila-grünlich schimmert. Das ist Beetlejuice. Das ist auch wieder einer, ne? Mit Deckel ab, bevor ihr schüttelt. Aus der Just Dream Like LE von P2, der Top Coat. Mint Flavor Dots. Absolut schön. Das hat so blaue, weiße und grüne Geschichten drin. Von Manhattan, ein Lotus-Effekt-Lack. Das ist auch so ein Pearly White, heißt 11N. Von CC Labelle, der Gel-Tastic Nail Polish, Never Stop Dreaming. Der ist auch ganz hübsch.
Von Catrice aus der David Tomaszewski LE, die 1002 Offbeat Rosewood. Hier kann man den ganz schön erkennen. Der hat keinen Schimmer, soweit ich das sehen kann. Das ist so ein bräunliches Nude. Fidschi von Essie. Ich kann euch nicht genau sagen, welche Version das ist. Der war ja erst in der LE. Ich habe auf jeden Fall nicht den aus der LE bekommen, sondern die Neuauflage, die ins Standardsortiment gewandert ist. Das ist auf jeden Fall farblich nicht eins zu eins dasselbe. Also fragt mich nicht wieso, es ist einfach so. Von Catrice, ein Mini Nail Polish aus der Fashion Icon Nails LE. Such mal eben den Namen. 1005 Haute Couture. Auch diese kleinen sind wieder mit dem abnehmbaren Deckel. Da ist halt so eine Frau drauf. Es ist auf jeden Fall ein Lila mit lilanen Glitzerpartikeln und auch so ein bisschen goldig-grünlich schimmernd. Aus der Superheroes LE von Essence. Das ist die 05 Wonder Wow Man. Der ist ziemlich, ja, gedeckter auf jeden Fall, der Goldton. Der ist nicht so Bam Gold. Essence aus der Shine Last and Go Reihe. 13 Legally Pink. Der wirkt jetzt hier auch viel rötlicher als der ist. Also der ist wirklich mehr in diese pinke Richtung. Zip Zip Hooray von Essie. Das ist auch so ein mintfarbener, ganz heller Schimmerlack. Der hat bläuliche und rosane Schimmerpartikel drin. Total abgefahren. Von Essence The Gel Nail Polish. Das ist ein schimmerndes Grün. Das ist 25 Prince Charming. Der hat bläuliche und grünliche Schimmerpartikel. Von Yves Rocher. Das ist ein Braun mit rosa Schimmer. Ich hoffe, man sieht's. Das ist die 102 Boy Nacré. Wie gesagt, ich blende die Sachen ein. Von Essence. The Gel Nail Polish. Die 57 Ice Cream Party. Ist auch wieder so ein, ja, lachsfarbenes Orange. Also geht schon wieder in diese pastellige Richtung. Von Models Own wieder ein Chrome. Das ist Gold. Drehen wir auch mal wieder auf. Also der ist nicht so gelblich. Moment. Der ist nicht so gelblich als Lack wie der Deckel. Aus der Snow Gem LE von Essence. Der hat auch wieder Schimmer. Das ist die 03 Life is a Free Ride. Der hat silberne Schimmerpartikel drin. Rival de Loop Young. Ein Glitter Nails. Ich finde ihn auch absolut geil. Es ist so ein Rosa mit goldenem Schimmer. Das ist die 09 Rainbow Crystals. Also der sieht je nachdem auch bläulich aus. Kommt leider nicht ganz so gut raus, wie ich es euch gerne zeigen würde. Von Kiko wieder ein Woktop Crackling Lack, die 604. Also wirklich so bunte Cracklings, immer über schwarz oder weiß, finde ich mega. Aus der P2 Volume Gloss. Das ist die 330 Cream Maker. Ein sehr, sehr schönes Nude. Von Essence ein Holo Jewels. Hoffe, man sieht die verschiedenen Farben. Das ist die 12 Bejeweled. Also sind wirklich so Regenbogenflakes drin. Sehr schwer einzufangen. Der sieht schon ganz schön abgerockt aus. Ein P2 Color Victim. Die 180 Forbidden. Das ist so ein pinkes Lila mit blauem Schimmer. Irgendwas war mal auf dem Deckel. Ich glaube, anderer Nagellack und ich habe den mit Nagellackentferner abgemacht. Dann ging auch das Silber flöten. Aus der
Vintage District LE von Essence. Das ist der Topcoat 01 Shine Like New. Das ist ganz simpel halt Topcoat. Lutze Booty von Essie. Ein Blau mit bläulichen Schimmerpartikeln. Ein paar pinke, leicht lilane sind auch dazwischen. Total schöne, mega Farbe. Auch von Essie, Glow Your Own Way. Ein Topcoat mit goldenen Flakes drin. Der ist auch mega. Von Flomar, ein Superschein. Miracle Colors, das ist die U30. Der hat extreme Ähnlichkeit zu dem Gold Old Buffy. Das ist halt auch so ein Schwarz mit richtig viel goldgrünlichen Glitzer durchzogen. Sexy Divide von Essie. Das ist ja dieses metallische, bläulich-lila schimmernde Lila. Ich stehe halt auf Schimmerzeugs, ne? Aus der Gil Couture-Reihe von Essie. Das ist Beauty Market. Das ist ein sehr schönes, pinkliches Rot. Wieder ein Crackling Topcoat von P2. Das ist die 070 Violet Burst. Das ist auch so ein bläulich schimmerndes Lila. Catrice, ein Luxury Lackers. Lackers, das ist die 1003 Harlem Solo Shake. Also es war auch ein LE, die so verschiedene Finishes hatte. Der hat auch Holopartikel auf jeden Fall. Also der heißt nicht nur so. Von Yuma ein, oder UMA ein Trend-Effekt-Lack. Das ist Green Poison. Das ist so ein Blau mit Grüneinschlag. Das hat so silberne und bläuliche Glitzerpartikel. Ein Nail Beautifier von Catrice, ein Color Corrector. Der hat so eine leicht lilane Farbe. Hat der einen Namen? Nö, nur Anti-Yellowing. Excuse me, Sir, von Essie. Ist wieder so ein orangliches Rosa oder ein rosanes Pastellorange, je nachdem. Aus der Dazzling Dust LE von Twinted Up, auch eine absolut geile Farbe. Ist auch wieder so ein blau-grün, teilweise lila Schimmer drin, das ist die 050. Out of Space Stories von Essence. Das ist dieser schwarze und es ist 07.000 Light Years Away. Der hat total abgefahrene bunte Glitzerpartikel drin. Ich hoffe, man sieht's. Von Alessandro, ein Nail Polish. Das ist ein sehr, sehr dunkles Grau. Das ist Glamour Girl. Ihr seht es vielleicht noch. Also er hat so einen ganz leichten Blaueinschlag, finde ich. Go Overboard von Essie. Da war ich ja auch richtig hinterher, weil das so ein richtig sattes Petrol ist. Ist total meins. Ist wahrscheinlich sehr zickig im Ablackieren. Türkis und Rot ist ja immer so eine Geschichte. Die 214 Green with Envy von Maybelline aus der Color Show Reihe. Das ist ein Mint mit einem mit sehr viel Grün drin. Aus der Essence Fantasia LE. Das ist die 02 Queen of My Cloud Castle. Das ist so ein ja, orange-rot mit rosanem Schimmer drin. Underwraps von Essie, total geil. So ein Petrol mit goldlich, mit goldenen und grünlichen Schimmerflakes drin. Sehr, sehr schön. Der Jeans Sugar Effect Nail Polish von Essence. Das ist die 07 Blue Jeans.
Also ihr seht das, der ist blau mit sehr, sehr viel silbernem starken Glitzer. Von Douglas. Das ist die 87 Sweet Petal. Das ist auch so ein Leberwurst-Rosa, aber sehr, sehr schön. Von Kiko, ein Sparkle Touch. Das ist die 261. Der macht sich super über Weiß, Lila, alles Mögliche. Der hat bläulich-lilanen Schimmer drin. Von Rival de Loup, ein Professional Nails. Das ist die 03. Das ist ein sehr bräunliches, ja, rötliches Nude. Von Sally Hansen, auch er als Topcoat. Das ist die 710 Diamond Jubilee. Sehr, sehr geil. Ist aber auch hauptsächlich Silber. Da ist kein Holo oder Shift oder so drin. Der rosane Stamping Lack von Cozy Nails. Von Maybelline, die 357 aus der Color Show. Der sieht auch wieder schwarz aus. Das ist ein sehr, sehr dunkles, bräunliches Rot. Kommt leider gar nicht so raus. Nee, so wirkt er auch eigentlich nur schwarz. Also es ist wirklich ein sehr, sehr dunkles Rot. Aus der Legends of the Sky LE von Essence. Finde ich auch so schön. Das ist die 02 Like Lea's Pilot Jacket. Ist auch wieder so ein sehr dunkles Olivgrün. Aus der Catrice Siberian Call LE. Das ist 1004 West in the Forest. Das ist so ein bräunliches Lila mit lila, rosa, silbernen Schimmerpartikeln drin. So, ich glaube, wir haben eine ganze Fuhre geschafft heute. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!